Also nochmals Polabino, weil ja eben gerade die Kamera verreckt ist, elendig. Sowas hier ist scheiße. Sowas ist eine gestreckte Wirbelsäule. Sowas wollt ihr an der Stange hinkriegen. Also nicht mit den Schultern irgendwie an den Ohren oder so, sondern die Schultern so weit vom Kopf weg, wie es geht. Brustwirbelsäule die ganze Zeit gestreckt. Wird dann so aussehen. Das ist die tiefste Position von eurem Pull-up. Weiter runter kommt ihr gar nicht mehr. Dann ist es nichts weiter als verschiedene Variationen, euren Körper an der Scheißstange hochzuziehen. Mit dem Obergriff, mit dem Untergriff, breit, eng, wie auch immer. Ja. Was mache ich aber, wenn ich zu schwer bin und einfach nicht die Kraft habe, mich da selber hochzuziehen? Wenn ich 130 Kilo wiege, 50% Körperfett und trotzdem Pull-ups machen will. Ja, was dann? Für jeden gibt es eine Variante. Lehnt euch eine Bank, so wie die hier. Stellt euch drauf, hängt euch einfach hin. Springt einmal hoch. Macht nur die negative von der Übung. Das heißt, ich lasse mich einfach nur so langsam wie es geht runter. Wenn ich nicht die Kraft habe, mich hochzuziehen, springe ich einfach hoch und lasse mich dann so langsam wie es geht runter. Der Muskel arbeitet immer noch auf dem Weg nach unten. Dadurch schafft ihr euch die Kraftgrundlage und auch das Muskelwachstum und so weiter, dass ihr es irgendwann dann mal hinkriegt, euch selber dran hochzuziehen. Over and out. Yeah.